So Leute, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe mal, das funktioniert hier so einigermaßen. Ich habe hier so ein richtig aggressives Setup aufgebaut mit der Kamera wackelig auf einem Ständer und hier im Sonnenuntergang. Es ist aber ein mega schöner Tag, war ein mega geiler Tag und ich wollte das Q&A-Video hier gerne filmen. Wie gesagt, jetzt geht die Sonne weg. Naja, egal. Im heutigen Video geht es darum, zum einen, ihr habt ganz viele Fragen auf Instagram gestellt und zum anderen, was die Pläne sind für dieses Jahr. Also, was für Rennen wird es geben mit dem Team, was für Videos wird es geben, was für Meisterschaften werde ich fahren. Also sowohl, was werde ich aus sportlicher Hinsicht machen und auch, was werde ich aus Content-Sicht machen. Also YouTube, Instagram und so weiter. Und genau, fangen wir erstmal da damit an, würde ich sagen, was für Rennen und was für Meisterschaften ich fahren werde. Ich werde zusammen mit dem Team die komplette italienische Extrem-Enduro-Meisterschaft fahren, weil es ein italienisches Team. Die Sponsoren haben mega Interesse für Italien. Das heißt, wir werden das zusammen machen. Das sind, glaube ich, 4 oder 5 Rennen. Das erste ist irgendwann im Mai oder so. Unter anderem ist ein Rennen da, wo wir testen waren, in Genua. Und da freue ich mich sehr drauf. Neue Gegner, ein paar alte Gesichter mit dabei. Aber das wird auf jeden Fall geil werden. Dann als nächstes werde ich die Super Enduro Weltmeisterschaft fahren, wenn sie denn stattfinden sollte. Wir wären ready gewesen jetzt fürs erste Rennen zusammen schon. Also ich werde es schon mit dem Team gefahren. Das war ein bisschen last minute alles. Aber ich wäre dafür ready gewesen oder wir wären dafür ready gewesen. Und falls es mal irgendwann nochmal wieder stattfinden sollte, dann werden wir da definitiv am Start sein. Und jetzt, und darauf freue ich mich ganz besonders, werde ich dieses Jahr die komplette World Hard Enduro Series fahren, wie sie auch immer heißt. Früher WES, auf jeden Fall die komplette Hard Enduro Weltmeisterschaft. Mit Erzberg, mit Romaniacs, mit dem Rennen in Italien, mit dem Rennen in den USA. Volles Programm, alle Rennen, alles was geht, all in, mit dem Team zusammen. Das Team wird überall am Start sein, wird einen mega Service machen. Und für mich ist es wirklich ein Traum, der in Erfüllung geht, so eine Saison mal machen zu können, weil bisher Super Enduro ist finanziell einigermaßen machbar, würde ich mal sagen, als Privater. Aber halt so eine komplette Outdoor-WM-Saison ist halt einfach, ist finanziell wirklich, wirklich, wirklich schwer. Leider. Aber ich will gar nicht so lange rumheulen, weil dieses Jahr klappt's und wirklich, ich könnte mich nicht mehr drüber freuen. Deswegen, das ist alles, was ihr in den Videos bisher seht, diese ganze extreme Freude, das ist einfach darauf hin, weil ich mich so darauf freue, euch das jetzt zu verkünden, dass ich die komplette Saison fahren werde. Das sind eigentlich die wichtigen Ankündigungen von meiner Seite. War auch ja die meistgefragte Frage. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen, die ihr auf Instagram gestellt habt. Wie geht's dir momentan? Fragt Justian König, 816. Mir geht's fantastisch. Es ist wahnsinnig anstrengend hier. Also die ganzen Instagram-Stories und so immer schön in der Sonne, die sind cool. Auch jetzt im Sonnenuntergang hier zu sitzen, Video zu filmen, ist der absolute Wahnsinn. Aber ihr dürft nicht vergessen, es ist verdammt viel Arbeit, hier jeden Tag von morgens bis abends alles zu machen für ein Ziel. Und das ist so gut wie möglich, dieses Jahr diese Saison bestreiten zu können. Ich habe, keine Ahnung, seit 2 Wochen oder so nicht ein einziges Gramm Zucker mehr irgendwo gegessen, keine Snacks, kein gar nichts. Also volles Programm am Trainieren, 3 Einheiten jeden Tag. Sehr viel Hard Enduro, sehr viel Schweiß, aber es macht unfassbar Bock und deswegen geht es mir unfassbar gut. Genau. Fährst du wieder beim Erzberg mit? Fragt Betaboy 125. Ja, falls er denn stattfindet. Wie gesagt, mit der ganzen Covid-Geschichte weiß keiner so richtig, was stattfindet. Aber alles, was von diesen Serien, was ich gerade gesagt habe, stattfinden wird, werde ich fahren. Also werde ich 100% teilnehmen. Kommt mal ein Video mit Johnny Walker? Gute Frage. Ich bin tatsächlich heute Abend, fahre ich in seine Richtung. Wir haben auch schon mal geschrieben gehabt. Mal gucken, vielleicht gehen wir fahren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal Bock drauf hättet, dass ich mal mit Johnny ein Video mache. Der macht ja jetzt auch YouTube und so. Auch gute Frage von laurinlive.17. Bist du noch von FXR gesponsert, weil du in deinem letzten Video nicht die Klamotten getragen hast? Das ist richtig. Ja, grandios. Da hat wohl die Kamera aufgehört zu filmen. Wir waren bei der Frage mit der FXR-Kooperation. Meine FXR-Kooperation geht für dieses Jahr nicht weiter.
hat keine Gründe mit der Marke selber, es war alles cool, aber ich wollte da wieder ein bisschen meinen eigenen Weg gehen und das hat sich eine Chance aufgetan, oder beziehungsweise ich hatte schon länger eine Idee und dieses Jahr haben wir das Ganze jetzt mal umgesetzt, der Mike und ich zusammen, und mehr News gibt es da in Zukunft, aber ich denke mal, ihr seht ja die Klamotten, das ist alles noch Testphase, aber das ist so die Idee für dieses Jahr. Eigene Klamotten, unter anderem wird es die auch für euch geben. Also das Ziel damit ist auf jeden Fall, eine geile Marke zu machen und vor allem mit den richtigen Werten. Weil das ist meiner Meinung nach, fehlt das ganz, ganz, ganz extrem in Deutschland und auch generell im Sport, dass Marken, die sehr wichtig sind im Sport, große Marken im Sport sind, nicht so richtig wieder was zurückgeben für den Sport. Meine Meinung. Und deswegen, man kann da immer viel rumlamentieren und rumnölen, aber am Ende muss es halt einer machen und ich mach's jetzt halt einfach mal, dann sehen wir, was passiert. Bist du mit deinem Pitbike zufrieden und würdest du auch anderen ein Pitbike empfehlen? Fragt KN Fabio 1. Ich find's Pitbike mega geil, aber das Problem beim Pitbike ist, alle brauchen ein Pitbike, das heißt, wenn man es alleine hat, bringt es einem nichts. Das heißt, wenn alle eure Kollegen sich ein Pitbike holen, mega geil, alleine würde ich es nicht so empfehlen. Deine generellen Ziele bei den Rennen, wie zum Beispiel Erzberg-Finishen. Erzberg-Finishen, Romaniacs-Finishen haben wir abgehakt, Weltmeistertitel haben wir auch abgehakt, das ist alles schon erledigt. Von daher ist es jetzt für mich, also ist es immer eine geile Leistung, so ein Rennen zu finishen. Das ist auch definitiv auch immer das Ziel, also ich fahre immer zu den Rennen, um ins Ziel zu kommen. Aber gerade mit dem Team dieses Jahr und mit der Motivation, die ich jetzt gerade habe, ich bin gesund, ich bin fit, ich habe die richtigen Leute um mich rum, ich habe das richtige Fitnessprogramm. Ich denke, ich habe dieses Jahr alle Puzzleteile, die ich brauche, um wirklich hohe sportliche Leistungen und hohe sportliche Ziele zu erreichen und mir setzen auch zu können. Und deswegen, ich habe noch keine genauen Platzierungsziele, dafür sind wir zu früh in der Saison und zu früh noch mit dem Team und so. Aber ich denke, dass wenn es ein Jahr gibt, wo ich meine sportlichen Ziele und meine sportlichen Leistungen erreichen kann, ist es dieses Jahr. Oder vielleicht nächstes Jahr oder so, dann mal schauen, wie es weitergeht mit dem Team. Aber die Chance jetzt gerade, wie ich sie jetzt gerade habe, war noch nie besser in meinem Leben und ich könnte sie mir auch nicht arg viel besser vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Moin, kannst du Enduro-Rennen-Events für Noobs empfehlen? Fragt Robin Flatsch. Die ganzen Einsteigerserien in Deutschland, was war das in Niederwürzbach da? Wie heißt es? IGE, dann gibt es so SOC, gibt es in Sachsen, glaube ich. Das, guckt einfach mal ein bisschen im Internet, da findet man immer was. Da gibt es so viele coole Einsteigerserien, wo sich die Leute echt viel Mühe geben. Hard Enduro Series würde ich auch eine Einsteigerserie nennen, ist ja wirklich für jedermann gemacht. Sowas kann ich jedem nur empfehlen. Warum fährst du an deinem Bike keinen Aluschutz mit Motorschutzplatte für den Krümmer? Gute Frage, fragen mich sehr viele. Kein Krümmerschutz, zum einen wegen Thermik, weil dann wird das Bike einfach noch wärmer und die Dellen verhindert es meistens auch nicht, außer man hat ja dieses vollkommene Stahlkastending da drumherum. Aber auch da habe ich schon Leute gesehen, die das auch zerlegt haben und du fährst halt immer irgendwie 10 Kilo Gewicht mit rum. Plus, wenn es schlammig ist, wiegt deine Karre einfach 3000 Kilo da vorne. Deswegen finde ich das für mich nicht so cool. Der Aufwand, einen Krümmer wieder auszudellen, ist jetzt nicht so der allergrößte. Das heißt, das kriegt man schon irgendwie hin. Genau, deswegen fahre ich das nicht. Auch Aluschutz, ich finde, wenn man Plastik unten hat, das Plastik dämpft die Schläge ein bisschen und beim Alu leitet es das immer so weiter. Also ich finde, mit einem Aluschutz, wenn man da irgendwo dagegen fährt, zum einen verbiegt es auch schnell, zum anderen kriegt man das immer direkt in die Hände. Mag ich nicht so gern. Wo fährst du dieses Jahr Rennen? So wie es aussieht, auf der ganzen Welt. Mal gucken, ob alle stattfinden. Ich hoffe doch sehr. Fährst du dieses Jahr Erzberg Rodeo oder West mit? Fragt 0 Feli Heli 4. Ja, beides, alles. Ich hoffe, das habe ich beantwortet. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Martin M-J fragt, was machst du hauptberuflich? Ich bin professioneller Motorradfahrer. Ich mache noch ganz viele Sachen nebenher, aber mein Hauptding, womit ich hauptsächlich Geld verdiene oder meine Hauptaktion, die sich in meinem Leben so befindet, die ich betreibe, ist Motorradfahren. Mann ey, sorry. Die scheiß Kamera geht immer aus. Ich hoffe mal, ihr seid noch alle am Start. Natürlich, ich habe das Video geschnitten. Was machst du hauptberuflich? Ich fahre professionell Motorrad und natürlich alles, was drumherum dazugehört.
alle möglichen anderen Sachen, die noch nebenbei laufen mit Sponsoren, Media, YouTube, bla bla bla. Aber der Hauptkern meines Lebens ist Motorradfahren und ja, wie gesagt, alles dabei. Genau. Dann fragt, geile Frage, jns.byr01, was ist Cormoto? Sehr gute Frage. Haben mich ja viele gefragt. Wie gesagt, Cormoto ist meine eigene Bekleidungsmarke. Und ich bin wirklich wahnsinnig stolz, dass ich den Schritt gewagt habe und den Schritt gegangen bin, das selber zu machen. Wie gesagt, es gibt noch nicht viel dazu zu sagen. Ich mache das zusammen mit Mike. Den kennt ihr ja auch aus den Videos. Und wir haben wahnsinnig viele geile Ideen, wahnsinnig viele Pläne. Und ich denke, dass es ein unfassbares Privileg ist, dieses Jahr in sowas reinzustarten, in so ein Projekt. Mit meinem besten Freund zusammen, was unfassbar ist. Und dann auch noch gleich in so einem Team meine eigenen Klamotten tragen zu können. Ja, viel mehr kann man einfach nicht erwarten. Und ich denke halt, dass ich einfach dadurch die Möglichkeit habe, vieles, was meiner Meinung nach andere Leute nicht richtig machen, richtig zu machen. Deswegen heißt der Name der Marke auch Cormoto. Core heißt ja Kern. Und ich finde, der Kern von den Handlungen von vieler Firmen, speziell in unserem Sport und in unserer Industrie, ist halt einfach nicht der richtige. Zumindest sieht man es von den Handlungen nicht. Und habe ich ja eben schon gesagt, man kann da viel in der Gegend rumlamentieren. Am Ende muss man selber handeln, wenn man was ändern möchte. Und ich denke, dass ich das damit gemacht habe. Und ich denke, dass wenn wir nur die Hälfte von dem umsetzen, was wir geplant haben, wird es ein unfassbar geiles Jahr. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und auch hoffentlich für den ganzen Sport. Das ist meine Ziele, das sind meine Ambitionen. Und wenn man es nur ein bisschen besser macht, dann hat man es ja besser gemacht. Also von dem her wird es, denke ich mal, in die richtige Richtung gehen. Wird ziemlich geil werden. Und ihr könnt ja mal auf Instagram einen Like da lassen. Heißt Cormoto Co. Also auf Instagram, ich blende es hier mal unten ein. Und ja, ich würde mich freuen auf jeden Fall. Der Support von euch ist einer der Gründe, warum ich mir sowas überhaupt zutraue, so eine Aufgabe zu meistern. Aber ihr steht eigentlich bei allem immer hinten dran und ich denke auch, wenn ich so eine Aufgabe mir aufbürde, sage ich mal, aber ich habe ja auch mega Bock drauf, aber ich denke, dass ihr da auch Bock drauf haben werdet und dass wir da alle eine richtig geile Zeit da damit haben können mit dem Projekt. Ziehst du um oder willst du in Deutschland bleiben? Langfristig habe ich, also ich finde Deutschland überhaupt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, von allem drumherum, alles eigentlich in Deutschland, außer dieses System, was anscheinend Sicherheit versprechen soll, ja, finde ich nicht so geil in Deutschland. Die Möglichkeiten zum Fahren sind nicht so geil. Aber halt auf der anderen Seite sind halt in den anderen Ländern, ist es halt schwer, auch zum Beispiel für die Vivi Arbeit zu finden oder so. Wobei jetzt, wenn Vivi fertig ist mit ihrem Studium, mit ihrer Ausbildung, dann kann die, glaube ich, auch überall arbeiten, wo sie will. Aber ich glaube, das langfristige Ziel ist es definitiv nicht, in Deutschland zu bleiben. So viel kann ich sagen. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe keine genauen Pläne. Im Moment wird sich nichts an der Situation ändern, dass wir in Deutschland sind. Aber ja. Für immer da bleiben möchte ich nicht. Bist du dieses Jahr bei Romaniacs mit deinem Team mit dabei? Fragt Tim, wer sonst? Ja, ich freue mich mega, ey. Endlich mal wieder Romaniacs. Unterschiede Husqvarna Gasgas, fragt Mark Aklatab. Unterschiede sind Heckrahmen. Die Gasgas hat einen Alu-Heckrahmen, die Husqvarna einen Carbon-Heckrahmen. Der Alu-Heckrahmen ist ein Ticken höher, was für meine Größe sich geiler fährt. Die Gasgas hat Brake-Tech-Bremsen, die Husqvarna hat Magura-Bremsen. Ich finde Brake-Tech ein Ticken besser, aber das Beste wäre Brembo, glaube ich, was die KTM hat. Dann hat die Gasgas silberne Felgen, wo alle mega drüber haten, aber im Endeffekt sind es halt einfach nur Felgen. Man fährt halt damit, klar sieht schwarz cooler aus. Wenn es einem unbedingt stört, dann soll man sich halt schwarze drauf machen. Aber am Ende ist halt die Gasgas günstiger und das ist halt der Punkt für die Gasgas dann. Gleiche Umlenkung. Und der Unterschied am Motor ist, dass die Gasgas hat mehr Schwungwasser auf dem Motor. Das heißt, der Motor hat ein bisschen mehr Kraft von unten raus. Allerdings fährt sie sich dann auch ein bisschen träger beim Ausdrehen. Man merkt den Unterschied schon. Man merkt den Unterschied schon, aber ist jetzt nicht, dass man jetzt sagen müsste, okay, die hat mehr Schwungwasser, ich kaufe mir eine Gasgas, sondern kann man die Schwungmasse und so kann man sich einfach kaufen, kann man sich selber drauf machen, dann hat man das. Genau, was passiert jetzt mit deiner Husqvarna? Fragt Leon MX305. Das ist auch eine sehr gute Frage bezüglich dem Dekor. Das muss ich jetzt einmal kurz anreißen. Ich habe
bestimmt 500 Nachrichten bekommen, was jetzt mit dem Dekor ist. Das Dekor kam ja neu, Backyard Design Contest und so weiter, wisst ihr ja Bescheid. Das geile Neon-Dekor mit extra Sitzbankbezug. Ich hätte es unfassbar gerne gefahren und so geil ich es fand, finde ich die Optionen, die ich halt bekommen habe oder die Situation, die sich dann ergeben hat mit dem Team, halt definitiv geiler. Das hat so viel mehr Auswirkungen für die ganze Saison und da kann ich nicht nur wegen dem Dekor bei meinem alten Kram bleiben. Mit dem Team habe ich halt einfach ein paar Sachen, die ich akzeptieren muss. Zum Beispiel, dass ich leider nicht mehr Teil des Backyard-Teams sein kann, so leid es mir tut. Ich bin aber mega cool mit dem Philipp, der Besitzer von Backyard, der den ganzen Kram macht und einfach einen mega Job macht mit der Firma. Und so ist es nun mal leider. Das Team hat einen anderen Sponsor da dafür. Ich hätte es gern mit übernommen, aber es ging halt leider nicht. Aber für mich ist es halt wirklich wichtig, dass ich diese Chance in die Realität umsetze und alles, was ich geplant habe, hängt einfach auch so viel an dem Team und deswegen muss ich den Schritt halt gehen. Das heißt, das Dekor ist auch immer noch auf der Husqvarna und ich habe die Husqvarna mit dem Dekor verkauft, letzte Woche oder vor 2 Wochen. Die hat ein glücklicher Typ abgeholt und ich hoffe mal, dass der eine geile Zeit damit hat. Wie gesagt, das Bike sieht unfassbar cool aus und ich hoffe mal, dass ihr es auch irgendwo noch auf Instagram oder sowas sehen werdet. Das sind halt so Sachen, da steckt man nicht immer drin, man kann das sich nicht immer entscheiden und bei der ersten Chance, die sich irgendwie auftut, wieder Teil von der Backyard Family zu sein, bin ich natürlich wieder an Bord. Wir sind da cool verblieben, Philipp war cool genug, um mich quasi gehen zu lassen und ich finde, so muss man halt sein einfach. Es ist nicht immer nur alles Business, sondern es sind halt auch einfach Entscheidungen, die man manchmal treffen muss, auch unter Freunden und wichtig ist bei sowas immer nur, das kann ich euch so ein bisschen als Tipp mitgeben, dass man da einfach offen und ehrlich miteinander spricht und meistens, wenn man sich miteinander versteht und eine persönliche Bindung hat zueinander, dann versteht man auch immer den anderen und die Beweggründe des anderen und ja, ein Dekor kann halt einfach nicht der Grund sein, warum ich nicht all meine Pläne und Sachen umsetzen kann und muss und soll. Wie gesagt, deswegen, das mit dem Dekor kamen leider keine Videos. Ich wollte zweimal fahren gehen, dann kam leider jedes Mal irgendwas dazwischen, was sehr, sehr schade war. Ich hätte gern Videos mit dem Dekor gemacht. Ich fand das Design abartig gut, aber so soll es sein. Life goes on und wie gesagt, ich denke mal, dass der Content und die Videoideen, die dieses Jahr so kommen werden, dass das auf jeden Fall richtig geil wird und da jeder von euch seine Unterhaltung bekommen sollte. Genau. Weiter geht's. Bist du schon siegessicher bei gewissen Rennen? Fragt They Call Me Flori. Siegessicher ist ein sehr hoher Anspruch für die ganze Weltmeisterschaft. Siegessicher bin ich definitiv nicht. Aber ich denke, ich bin mir so sicher wie noch nie, dass ich zu meinem vollen Potenzial dieses Jahr abliefern kann. Und das ist fast noch wichtiger wie zu gewinnen, weil für mich, und so bin ich auch mit dem Team, der Thomas, der Teamchef, sagt auch, ihm sind die Ergebnisse einfach eigentlich scheißegal, solange ich mir den Arsch aufreiß. Und bei mir ist es genauso. Mir sind die Ergebnisse egal, solange ich weiß, ich habe alles gemacht und das Team hat alles gemacht. Und wir haben nichts unüberlegt gelassen, sondern haben alles perfekt gemacht. Das, was dann dabei rauskommt, kommt dabei raus. Die Rennen sind so variabel, man weiß nicht genau, was passieren wird. Und deswegen, ja, man kann das nicht vorherplanen. Hast du jetzt einen Vertrag? Fragt xSven07. Ja, habe ich mit dem Team unterschrieben für dieses Jahr. Auch viele andere Verträge, total kompliziert teilweise. Aber mit dem Team habe ich für dieses Jahr einen Einjahresvertrag. Aber wir sind, denke ich mal, auf der gleichen Linie, dass wenn das gut läuft, dass dann eine mehrjährige Kooperation draus werden soll. Weil ich fühle mich wahnsinnig wohl. Wie gesagt, ich war jetzt auch nur 2 Tage da, aber alles so, wie es war, kenne ich so nicht. Und wenn man das einmal hatte, möchte man das, glaube ich, auch nicht mehr missen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da auch für die nächsten Jahre gut miteinander auskommen werden. Wie sieht's aus mit Lehrgängen? Wann machst du mal wieder welche? Fragt GIDX1234. Kreativer Name. Sieht scheiße aus, bezüglich Corona leider. Ich habe keine gute Option, definitiv in Deutschland. Vor allem gibt es kein wirkliches Gelände, wo ich alle meine Sachen, die ich gerne machen wollen würde, machen könnte. Ich habe aber 2 Sachen und da brauche ich wieder euch dazu. Zum einen der Pro Park in Genua. Die waren mega cool, haben direkt gesagt, ey, mach doch mal einen Lehrgang hier. Da ist halt jetzt das Problem mit Corona, mit dem Reisen.
Das heißt, schreibt mir doch mal, ich weiß nicht, wie eure Situation ist. Ich habe mich auch nicht so ganz mit der politischen Lage beschäftigt, bezüglich Reisen und so, weil bei mir ist es ja beruflich, also deswegen darf ich reisen und kann reisen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Hättet ihr Interesse, nach Genua zu kommen und dort ein Training zu machen? Ich denke mal, für die meisten sollte Genua noch in einer okayen Entfernung sein, dass man da mal irgendwie ein Wochenende fährt. Da kann man auch alleine fahren, also danach halt quasi nach dem Training und auch noch ein bisschen trainieren. Und das zweite ist beim Pasquit Offroad Center, wo ich jetzt gerade die ganze Zeit war. Da kommen auch noch die nächsten Videos, sind alle dort. Da könnt ihr euch mega drauf freuen. Das ist wirklich das geilste legale Enduro-Gelände, in dem ich je in meinem Leben gewesen bin. Das ist unfassbar und da kann man wirklich, keine Ahnung, da können wir 7000 Lehrgänge machen. Das Problem ist halt die Anreise. Das ist halt in Spanien. Das wird für die meisten von euch relativ weit sein. Aber vielleicht bietet es sich ja mal an. Für sowas wäre ich mega offen und mega bereit, weil man muss sich halt nicht in irgendeinem beschissenen Gelände irgendwie was aus der Nase ziehen, sondern man kann halt mal wirklich lange Hänge probieren und da kann man den ganzen Tag machen, was man möchte. Also schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das muss ich halt nur irgendwie rentieren. Ich kann dann nicht für ein, zwei Leute einen Lehrgang machen und genauso verstehe ich es auch, wenn ihr halt dann nicht irgendwie mit ein, zwei Leuten nur herkommen könnt oder so. Aber vielleicht bietet sich ja an, dass man mal ein paar Gruppen zusammentut und da mal einen Tag Lehrgang macht oder so. Das wäre mega, da hätte ich total Bock drauf. So viel zu den Lehrgängen. Red Bull Megawatt 111, falls es stattfindet, bist du dabei? Fragt Arthur ADMK. Ich weiß nicht, ob das in der West ist. Ich glaube nicht und deswegen werde ich es auch wahrscheinlich nicht fahren. Falls es in der West ist, werde ich es aber fahren. Ich weiß es nicht so genau. Kommst du zu dem Enduro Phoenix? Fragt Ante.3. Ich hätte mega Bock auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie es reinpasst mit dem Terminplan. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich liebe das Rennen. Ich habe auch noch nicht mit dem Team geklärt, ob ich Rennen fahren kann, auch außerhalb von unserer Serie. Ich denke aber schon. Die werden dann halt nicht kommen. Dann werde ich halt alleine hingehen. Aber ja, ist, denke ich mal, kann man sich auf jeden Fall überlegen. Ich habe mega Bock drauf auf das Rennen. Bekommst du auch eine Viertakter von deinem Team? Nee, Viertakter nicht. Aber brauche ich auch nicht. Also dieses Jahr ist eh alles hart Enduro fokussiert und kein anderer Kram, da brauche ich keinen Viertakter. Zum Moped. Welche Moose-Reifenmischung fährst du? PS, feier deine Videos weiter so. Von Lars05.20. Moose hat das Team einen eigenen Sponsor. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen, deswegen sage ich den Namen nicht, weil ich weiß ihn wirklich noch nicht auswendig. Ich bin es aber getestet und fand es ganz gut. Und Reifen sind wir noch nicht sicher, was wir fahren. Wir haben ganz viel getestet, aber ist noch nicht sicher, was wir fahren werden. Sorry, dass ich da keine gescheite Antwort drauf geben kann. Wieso eigentlich immer offene Handguards statt geschlossene? Da brechen doch die Hebel schneller. Fragt Adrian.Dunker. Super gute Frage. Hat folgenden Hintergrund, wenn man geschlossene Hände, also man hat die Hände am Lenker, habe ich auch schon mal irgendwo, glaube ich, erklärt, bei Vivi in einem Video. Wenn man die Hände am Lenker hat, da wo die Hände sind, das hat man immer automatisch im Gehirn, den Punkt. Und die Handguards sind vor den Händen, die schützen von den ganzen Büschen und so weiter, genauso wie geschlossen auch, oder vielleicht nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall ausreichend. Wenn man da durch Bäume und so fährt, ist der Lenker genau die Punkte, wo man die Hände eben hat. Und vorne dran ist alles flexibel. Das heißt, wenn man mal an einem Baum sich vorbeizwängt oder so, dann macht man intuitiv immer das Richtige. Bei geschlossenen Handguards hat man ja dann einen festen Bügel vorne rum und der ist weiter vorne als seine Hände. Das heißt, ich hatte die Erfahrung früher, also ich habe es auch mal gefahren in der Saison, dass man halt immer beim sich so durch Bäume schlängeln an den Bäumen, an die Bäume dagegen fährt, weil es halt das Gehirn nicht blickt. Das ist so der einzige Grund, warum ich offene Handguards fahre. Klar brechen die Hebel dann ein bisschen schneller, aber das nervt einfach mega, wenn man das nicht hinkriegt mit dem durch die Bäume fahren. Ihr müsst auch verstehen, das ist halt dann wieder Rennspeed und das zählt halt dann im Rennen, dass man das halt dann abliefern kann. Bei einem Hobbyfahrer sehe ich kein Problem da drin, geschlossene Handguards zu fahren. Die Vivi hat sich jetzt auch welche geholt, einfach weil man halt, wie gesagt, weniger Hebel abbricht. Definitiv richtig. Wirst du immer noch so angegangen, weil du aktuell relativ häufig im Ausland bist? Fragt Jan DDNSK. Nein. Hat sich wieder beruhigt. Das war einfach nur damals am Anfang. Ich weiß auch nicht, wieso das war. Ich denke mal, mittlerweile hat jeder verstanden, dass ich hier nicht bin zum Spaß, sondern dass ich halt bin, um zu arbeiten. Dass es mein Job ist, mein Leben. Dafür lebe ich. Und ja, da ist ja auch nichts Verwerfliches dabei. Wenn man das halt nur hier machen kann, weil Deutschland es nicht auf die Kette kriegt, die Sachen aufzumachen, so be it, dann muss ich halt hierher. Und der Gleiche hat gefragt, wieso genau der Wechsel zu GasGas? Was stand vorher für ein Team dahinter? Vorher war ich einfach nur unterstützt vom Bodo.
mit dem ich ja jetzt auch nicht mehr zusammenarbeiten kann, weil er halt kein Gasgashändler auch ist. Dafür arbeite ich jetzt mit dem Cadillac Gasgas zusammen. Und was mega geil ist auch, für mich ist es total cool. Und das war eigentlich der, also mein Beweggrund zu Gasgas zu gehen, war definitiv das Team. Das Team war auf Gasgas und es war klar, ich muss Gasgas fahren, wenn ich mit dem Team fahren möchte. Und von daher stand für mich nicht viel zur Debatte. Mir wäre es auch egal gewesen, ich wäre auch KTM oder sowas gefahren, das wäre mir eigentlich relativ egal gewesen. Unter den drei nimmt sich das nicht viel, wenn man halt ein bisschen Spielraum hat mit Teilen und so weiter. Genau. Wie sieht es aus mit Rennen in der Heimat? Ich habe noch nicht viel Hoffnung, fragt Ronny, _294. Ich habe auch nicht so viel Hoffnung und ich werde auch dieses Jahr zumindest keine ganze Serie fahren können. Einfach weil es terminlich nicht geht, ist keine Teampriorität. Und ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Jahren sehr viel in Deutschland gemacht, eigentlich fast ausschließlich. Und ich habe gehofft, dass ich damit was ändern kann in Deutschland. Auch, dass Sponsoren irgendwie ein bisschen mehr Interesse bekommen können an Sport. Aber ich weiß nicht, jetzt klar kam Corona dazu, alle Budgets sind irgendwie komisch und so. Aber irgendwie tat sich da leider nicht so viel. Wie gesagt, die Hard Enduro Series ist immer noch cool. Aber ich werde es jetzt dieses Jahr nicht fahren können, einfach weil die Priorität auf was anderem liegt. Gibt höhere Ziele. Deutschland ist halt kein Motorsportland und wird es auch leider nicht sein. Da sind halt solche Länder wie Spanien, Italien, Frankreich dem Ganzen weit voraus. Und ja, vielleicht wird es sich in Zukunft ändern. Ich hoffe es und ich werde alles dafür tun. Auch im Hinblick auf Core. Und ja, wir können nicht mehr machen, als unser Bestes zu geben. Mehr geht nicht. Genau. Welche Veränderungen würdest du als Privatperson als erstes bei einer neuen Gasgas EC 300 2021 vornehmen? Geile Frage, sehr gut. Ey, eure Fragen waren echt der Wahnsinn. Ich bin auch, doch, wir sind schon ganz gut durch. Sitzbankbezug, Lenker, Fußrasten. Das ist das Wichtigste. Reifen und Mousse. Dann bist du ready to go. Dekor, wenn du Bock hast, aber für mich zählt erstmal, dass es halt eben, dass es gut fährt. Das wären die Teile, die würde ich auf jeden Fall ändern. Und dort 5.1 Flüssigkeit in Bremsen und Kupplung machen. Dann sind die Bremsen um einiges geiler. Was passiert mit der Honda und der Suzuki? Damit geht es auch weiter dieses Jahr. Ich kann euch nicht versprechen, wann, wie, wo. Aber es wird weitergehen. Ich habe jetzt noch keinen genauen Plan. Mein Fokus liegt jetzt definitiv auf den Rennen. So eine Chance hatte ich noch nie und die will ich voll nutzen und deswegen steht der Content in der Hinsicht ein bisschen hinten an. Aber ich werde euch eben Content auf der Rennen- und Trainingsding liefern. Ich war jetzt mit dem David Ciprian fahren, mit dem Alfredo fahren, mit dem Mario Roman fahren, da kommen in den nächsten Tagen die Videos da dazu und es wird traumhaft. Mit dem Polen natürlich auch, da habe ich aber nicht gefilmt, weil wir wirklich nur uns geschunden haben den ganzen Tag, das war nicht schön anzuschauen und genau. Ich werde jetzt noch drei Fragen vorlesen. Ich weiß nicht, wie lang das Video ist. Ich werde es einfach so schneiden mit allem, was ich halt gesagt habe. Ich hoffe mal, es ist euch nicht zu lang geworden, aber ihr habt echt haufenweise Fragen gestellt. Ich hoffe auch mal, dass der Ton gut ist, aber die Kamera sollte das eigentlich hinkriegen. Sonne ist jetzt dann fast weg. Wunderschöner Abend und ich freue mich, ihn mit euch verbringen zu können. Würdest du sagen, die Gasgas ist das beste Bike, was du je hattest? Fragt Hanne XT. Okay. Original, also im Originalzustand würde ich sie nicht von den anderen unterscheiden. Wie gesagt, ich finde, da ist jetzt nicht die Riesendifferenz, aber mit dem Motortech-Fahrwerk und dem kompletten TTR-Paket, also Teile und Motor und alles, ja, verdammt, ja, es ist unfassbar. Man kann das, also das ist der Unterschied ist ungefähr wie, ja, okay, das ist schwer zu vergleichen, aber ja, definitiv, es ist das absolut beste Motorrad, was ich je hatte. Definitiv. Was für Ziele hast du und fährst du Erzberg mit? Fragt Eli 19. Meine Ziele sind es, gesund zu bleiben. Das Allerwichtigste. Und das Ziel für dieses Jahr ist, mit aller Kraft, mit allem, mit aller Energie, die ich habe, an mir und an meinen Erfolgen zu arbeiten. So, sei es sportlich, sei es geschäftlich, mit Core, mit meinen ganzen Sponsoren und einfach alles zu geben dieses Jahr. Es ist so eine Scheißsituation mit Corona, mit der Lage generell.
ich weiß nicht, es ist so eine komische Welt zurzeit und jeder, also es ist einfach zu lamentieren, wie gesagt, aber ich finde, wenn man einfach sich Tag ein, Tag aus den Arsch aufreißt, wenn man so in der Situation ist wie ich und seine eigenen Ziele verfolgen kann, was für mich schon mal das größte Gut ist, was ich aktuell habe, dass ich wirklich meine eigenen Projekte und Pläne umsetzen kann, dann ist es für mich das Allerwichtigste, gerade in so einer Zeit wie jetzt, alles zu geben, um meinen Kram zu visualisieren und zu realisieren und meine eigenen Ziele zu erreichen. Sei es sportlich, wie gesagt, geschäftlich, Beziehungen zu Freunden, zu Vivi, zu Luna, zu meiner Mama und zum ganzen Umfeld zu haben. Ich habe das Glück, mit so vielen geilen Menschen in Kontakt zu sein und dafür bin ich mega dankbar. Und genau, ich möchte einfach nur ein geiles Vorbild sein, auch für euch. Einfach mein Bestes zu geben und wie gesagt, die Situation mit dem Team und alles drumherum, denke ich, hat mir einen Wahnsinns-Motivationsschub gegeben, weil ich endlich weiß, wo es hingeht, ich weiß, wo die Reise hingeht, ich weiß, was ich erreichen kann und ich weiß auch, was ich dafür machen muss. Also ich muss es wirklich einfach nur noch machen und ja, dann wird hoffentlich was Geiles dabei rauskommen. Gibt es etwas, was du in deinem Leben unbedingt noch sehen oder erleben willst? Fragt Felix MX 169. Geile Fragen, Alter. Ihr seid so geil. Ey, ohne Scheiß. Das ist echt. Ich habe, glaube ich, die geilste YouTube-Community, die es gibt. Das sagt zwar jeder YouTuber, aber solche Fragen sind einfach der Wahnsinn. Ein Supercross-Rennen in Amerika, definitiv. Will ich unbedingt mal sehen. Und ja, es gibt noch mega viel. Aber so Supercross in Amerika wäre schon geil. MotoGP und sowas. Ich finde so die ganzen Sportarten, alles was irgendwie mit Motoren zu tun hat, wahnsinnig interessant und vor allem finde ich es halt cool, einfach Leute dort kennenzulernen oder zu kennen und dann halt so behind the scenes irgendwo da reinzugehen. Jetzt einfach nur da hingehen und in die Tribüne zu sitzen, weiß ich nicht. Also wäre natürlich auch geil, aber jetzt zum Beispiel, wenn Nick dort ist und man kann mal irgendwann dahin und zieht sich einfach so ein Rennen da rein und hockt bei denen in der Box rum und so, das ist, glaube ich, schon ziemlich cool. Ist jetzt eh schwer mit Corona, deswegen, das wird schon noch irgendwann passieren. Letzte Frage. Ein geiler Abschluss. Meine Güte! Boah, da, hey, da habe ich sie, von Hofenmatik. Kann man dich fragen, was dich diese Saison kosten wird? Wie viel trägt das Team? Größerer Bus. Gute Frage. Kosten sind immer so eine Sache, wo die meisten immer verstecken. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel man davon teilen sollte, ob es cool ist oder so. Die Saison wird teuer, definitiv. Es ist ein Investment. Sowohl der ganze Trainingsaufwand, die Zeit hier kostet Geld, jeder Tag hier kostet Geld. Mehr als zu Hause. Natürlich kostet auch zu Hause jeder Tag Geld. Aber hier zusätzlich, weil ich zahle zu Hause Miete und ich zahle hier Miete für Apartments und so weiter. Die Saison wird teuer. Ich schätze die ganze Saison auf in die Richtung 50.000 roundabout mit allen Kosten, die an mir hängen bleiben. Da sind sicherlich ein paar Sponsorengelder noch mit dabei, die das Ganze ein bisschen kompensieren. Aber die meisten Sachen werden so ablaufen, denke ich. Also ich denke mal, so in die Richtung 50.000 wird es schon gehen. Hoffentlich fällt die Kamera nicht runter. Größerer Bus? Nein. Ich werde meinen T6 auf jeden Fall behalten. Wir sind aber auch wieder dran, gerade einen neuen Camper ready zu machen, der dann auch eine Zeit lang bleibt. Also da bin ich wahnsinnig dankbar für die Kooperation mit Motorhome Exklusiv. Und da kommt auch noch was Geiles. Wir haben euch nämlich gehört, so dass die Sprinter sind da so teuer und so. Es kommt was. Seid beruhigt. Das wird geil. Also das reicht mir safe mit so einem Camper von denen. Braucht man nicht mehr. Und ja, ist eine teure Saison. Wie gesagt, die Kamera ist gerade fast runtergefallen. Wird eine teure Saison. Romaniacs ist wahnsinnig teuer. Wie gesagt, das Team ist auch jetzt nicht so, oder ich war auch erst so spät mit der Teamsache dran, dass das Team jetzt auch nicht alles einfach bezahlt und ich kriege ganz viel Geld von allen, sondern ich zahle schon meine Startgelder und Kram selber und muss auch sonst eine Menge Geld mit in das Ganze mit reinbringen, dass es so funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Aber wie gesagt, ich vertraue in meine Fähigkeiten und das Team vertraut in meine Fähigkeiten
und die Leute um mich herum vertrauen in meine Fähigkeiten. Und ich denke mal, mit dem Konzept werden wir es hinkriegen, dass dieses Jahr wahnsinnig erfolgreich wird. Und ich habe Bock, das Geld zu investieren, einfach in mich und in diese Ziele. Und ich denke, dass es die absolut richtige Entscheidung ist. Plus sowas mit Core oder so, das kostet jetzt auch erstmal Unmengen von Geld. Aber ich denke, dass es das wert ist. Und ich hoffe, dass sich das Investment bezahlt machen wird. Und nicht mal nur monetär, sondern auch einfach persönlich, dass ich da sitzen kann und in den Spiegel schauen kann und einfach sagen kann, das habe ich gemacht, das habe ich geschaffen und das alles ist jetzt deswegen passiert. Und das ist mein ganz klares Ziel dafür. Und ich denke, das sind ganz gute Worte, um das Video zu beenden. Ich denke mal, es sollte geklärt sein, was meine Ziele sind, welche Rennen ich fahren werde, was ihr für Videos erwarten könnt. Ganz viel Training, ganz viel Rennen, alle Weltmeisterschaft, alle Insights, komplettes volles Programm, GoPro, eigene Klamottenmarke, Core, bla bla bla. Mega viel geiler Kram kommt auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr es eurem Hund erzählt, eurer Mutter oder was weiß ich, euren Kollegen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr ein Teil von der Reise seid und ich bin echt dankbar, so eine Community zu haben. Da fällt es mir manchmal leichter, Sachen zu rechtfertigen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, weil ihr steht alle dahinter und ich kann euch was bieten, gerade wenn jetzt eben nicht so viel zu Hause geht. Und ja, ich wünsche euch einen geilen Tag. Ich hoffe, das Video war nicht zu lang und ich werde jetzt mal noch in den Sonnenuntergang fahren und schauen, wo ich heute Nacht penne. Und morgen geht's wieder ans Training. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und danke für die vielen Fragen. Und bis zum nächsten Video, Leute. Let's go. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule, but they're falling hard.